Ich bin Igor Epp, ich komme aus Deutschland. Ich habe seit 20 Jahren dort gelebt. Jetzt bin ich hierher umgezogen, komplett. Also. Kommen Sie ursprünglich aus der Ukraine oder aus Russland? Nee, bin ich Russlanddeutsche. Aber jetzt seit 5 Jahren bin ich oft da und jetzt wollte ich mich komplett hierher umziehen, also und hier wohnen. In Bachtschisaray? In Bachtschisaray direkt, ja. Und warum? Weil da gefällt mir alles. Einfach alles, also Wetter, Berge, Meer und die Leute. Okay, Sie sind hier neu, aber trotzdem können Sie vielleicht Ihre Meinung sagen. Wie ist das seit den letzten 5 Monaten? Also die Krim ist jetzt russisch. Mhm. Was ist anders? Was ist besser geworden? Was ist schlechter geworden? Ich wollte mal sagen, das ist viel, viel besser geworden. Seitdem ist Russland ist, nach dem Referendum hier ist alles geändert. Zum Beispiel die Preise. Jetzt ist billiger alles geworden. Billiger geworden. Zum Beispiel die Rentner, die bekommen mehr Rente, meine ich. Dann Kindergeld oder so, die Leute bekommen auch mehr. Jetzt vor kurzem bin ich durch die Ukraine hierher gefahren. Das ist alles teuer dort. Sogar die Sprit, meine ich, ne? und die Lebensmittel auch. Hier ist viel günstiger und hier ist freundliche Leute. Also. Aber ist es nicht komisch für Sie, das war ein Teil der Ukraine und auf einmal ist es Russland? Nein. Weil früher, ich war in der Armee auch hier, in Sevastopol. Das war auch Ukraine, früher mal. Aber die Gesetze, was hier gibt, das ist eine Katastrophe, wollte ich ehrlich sagen. Die Bürokratie hier, das ist auf die erste Stufe, was gibt. Das fängt an von der Grenze, wenn du durch die Polen kommst, dann fängt an. Überall. Und wie ist die Stimmung hier in Bachtschisaray, Ihrer Meinung nach? Was sagen die Leute, also die Mehrheit? Oder okay, zum Beispiel, ich sag mal, wann war hier die Referendum? Ich war auch da. Bin ich neutral, sag mal so, ne? Bin extra hierher gekommen, zu gucken, also was da läuft überhaupt. War ganz, ganz viele Leute da. Ich wohne, also daneben, wo die Gebäude, wo der Referendum war. Bin extra, da war Regen, da war so ein Wetter war, also Regen und so weiter. Bin ich extra gekommen, ich habe das alles gesehen. Die Leute waren so zufrieden, also die älteren Leute, also mit Regenschirm ist gekommen, also nachdem war ein Fest gefeiert auf dem Platz da wo die Lenin steht, sagen wir so. Hier steht noch der Lenin, ja, hab ich gar nicht gesagt. Ja. Wir haben nur Puschkin gesehen. Lenin steht auch in die Mitte, in der Stadt. Weil in der Ukraine wollen ganz viele nicht, dass das finde ich also total Katastrophe. Also was macht das ist Historie, also. Was macht er dagegen, wenn er da steht zum Beispiel, ne? Zum Beispiel, das haben wir nicht wir gemacht oder nicht die ukrainischen Leute. Ich meine, das ist Historie, das ist von mehreren Jahren vor. Okay, und jetzt abgesehen von der Krim, Ihrer Meinung nach, wie kann der Konflikt im Osten der Ukraine gelöst werden? Meine Meinung ist das so, zum Beispiel, so wie in Italien war, die wollen das auch teilen. Die haben ein Referendum gemacht, geteilt und leben in Freundschaft. Friedlich, ne? Zum Beispiel, die von Donbass und Lugansk, die haben das gesagt, wir wollen nicht mit den Ukrainern zusammenbleiben, wir wollen unsere eigene. Das finde ich richtig. Weil was macht die Ukraine überhaupt? Die schießt eigene Leute. Also, das ist nicht richtig. Das finde ich nicht richtig. Also, das ist meine Meinung. Und so wie ich also per Internet mit meinen Freunden aus Deutschland also auch Gespräche führe, das ist genau das gleiche Meinung haben die. Und mehrere Leute wollen schon von Deutschland irgendwo hier nach Krim oder nach Russland umziehen. Ach echt? Ja. Die Deutschen oder die? Russlanddeutsche. Russlanddeutsche. Und vermissen Sie Deutschland? Nee. Ehrlich gesagt, nee. Weil, okay, ich habe dort gewohnt, da hat mir alles gefallen. Plus, irgendwie, verstehen Sie, mir gefällt hier. Also, bin von Kasachstan, dort ist sehr warm, gutes Wetter war. Hier genauso. Zum Beispiel ist diese Zeit, sag mal, ja, Hamburg oder so.
ist es also viel kälter als hier zum Beispiel. Ne? Deswegen, also, mir gefällt hier Wetter, Leute und alles, was hier gibt. Also.